Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Raschel, Raschel, Raschel. Zurück bei Dragon Quest Builders 2. Warum Raschel, Raschel? Ich Idiot hab die eine Chipstüte vor meinen zweiten Monitor gestellt. Jetzt habe ich nicht gesehen, wie weit die Folge ist. Oder ich könnte nicht sehen, wie weit die Folge ist. Was ist los mit dir? Ja, 30. Ja, mehr. Ja, hey, fette Ratte. Quick, was tritt der Mensch im Keller einer runtergekommenen verfallenen alten Kirche wie dieser? Musst du Mause stark sein, wenn du hergekommen bist. In der Kirche spuckt, das weißt du, Quiek. Angeblich hat der Priester früher Samen gesammelt und sie in einen schönen Garten einzupflanzen. Und jetzt sucht er die Kirche heim, die früher sein Zuhause war. Diese Schatztruhen enthalten seinen kostbarsten Besitz, die Samen, die er im Laufe seines Lebens gesammelt hat. Keine noch lebende Seele weiß von ihnen. Du könntest sie an dich nehmen und niemand würde sie erfahren. Aber gib nicht mir die Schuld, wenn der Geist des Priesters auftaucht, um sich seine geschätzten Eigentum zurückzuholen. Quiek, quiek, quiek. Warte mal. Warte, ich kann den Stein abbauen. Cool. Warte, was wird raus? Okay, es wird ein Steinklotz raus. Ja, ich weiß, es hat sich jetzt blöd angehört, aber. Ich brauch das. Warte mal, wo geht's hier hin? Sag mir, dass hier die letzte Fledermaus-Ding ist. Letzte Fledermaus, letzte Fledermaus. Oh, ich wäre auch so reingekommen. Okay. Lass mich raten. Da oben sind. Ja, da oben sind beerdigt. Wo bin ich eigentlich hin, da? Okay, hat sich schon erledigt. Allzu weit scheinbar nicht. So, jetzt nehmen wir ein bisschen Zeug für zu Hause mit. Hä, ja, warte, da ist ja schon diese Drecksehre, verdammt. So ein Käse. Oh. Jetzt machen wir hier die Höhle ein bisschen größer. Warum? Weil wir es können. Falsche Richtung bringt es voll. Boah, scheiße, wir haben schon über 100 gesammelt. Ja, dann können wir auch noch weitermachen. Oh geil, die tun mir die auch noch. So, zack. Hä, was zur Hölle? Jetzt ab. Was geht jetzt ab? So. Wir sind zurück. Warte, 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 warte. Schaut mich nicht so an, Alter. Ich nehme diese scheiß Treppen jetzt mit. Wahrscheinlich kann ich es auf der nächsten für eh selber machen, die ich wahrscheinlich in 33 Punkten eh erreiche. Vermutlich. Vielleicht. Ich muss die ganze Zeit überlegen, ob ich das ganze verdammt, den ganzen Baum bauen und nochmal neu bauen. Hm. Ach so, du musst eh da unten raus. Ja, scheiß drauf. Das will ich auch, danke. Dann, 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 Sprung, Sprung, Sprung. So. Jetzt haben wir hier eigentlich alles. Ich will dieses Rätsel noch machen, das nervt mich nämlich. Wenn da jetzt eins übrig bleibt. Es ist diese Sucht nach Bauen und Abbauen. Sammeln und Looten. Halt, Sammeln und Looten ist eigentlich dasselbe Scheiß. Wobei ich würde sagen, sammeln muss einfach nur sammeln. Looten ist eine Sucht. Aber wo war das? Was muss ich drücken? Was muss ich drücken? X.
Ja, doch, in die Richtung. Moment, war das da oben? Ey, steht da oben? Was soll der Scheiß? Warum hab ich das nicht gesehen? Stand ich das schon die ganze Zeit? Glaube ich nicht. Und wenn doch, ist es ein Lidl. Aha. Zack. Zack. Oh, ich brauche einen Doppelsprung oder einen Fünfersprung oder keine Ahnung. Was geht denn hier ab? Ja, wow. Das ist jetzt wirklich schwer. Oh. Ja, super. Jetzt liegt das Einzelteil da oben. Oh. Nein, Wechsel, zack. Wie konnte er dieses Rätsel nur lösen? Es war fast unmöglich und trotzdem hat er es geschafft. Meine Fresse. Er ist wirklich ein Genie. Was macht er als nächstes? Gießt Wasser in einen Becher? Hammer. So, jetzt gehen wir zurück. Wie sonst noch irgendwas? Eigentlich nicht, ne? Hm. Wir müssen es aber auch langsam, glaube ich, fast am Ende sein, ne? Wir haben jetzt alle Pflanzen. Jetzt werden wir dann wahrscheinlich diese ganzen Samen angepflanzt haben, dann... Noch 119. Okay, wir brauchen 1100. Aber was zur Hölle geht mit euch an? Sie beschmeißen mich mit Herzen. Warte mal. Bam, 100... Wow. Ich bin... Der Stufenaufstieg ist da. Machen wir doch gleich, hätte ich gesagt. Bam, Stufe 4. Siedlungsstufe 4. Maximum. Ja, dann ist wirklich das Ende. Die Bewohner am Bunker haben nicht große Lust zu bauen. Ah, da sind noch mal zwei von den Spackos. Zwei der Siedlung von Sinn ist ein wenig gestiegen. So überlegt er und überlegt und was schreibt er auf? Schreibt er was Cooles auf? Was wird das sein? Eine neue Anleitung in Holzdach, flaches Holzdach, Holzdachfenster, Holzdach, irgendwas, landwirtschaftliche Ausrüstung. Abwehr plus 10. Haltbare Anziehsachen für Agrarfans. Also endlich wie man Dachziegel herstellt. Ja, für hier ist es echt etwas spät, aber Lulu hätte bestimmt gern auf dem Mailand des Erwachens ein Dach über den Kopf. Gröllen, irgendwann nicht. Platz gerade super Baukraft. Kannst du laut sagen, ich wollte noch höchstens etwas bauen jetzt gerade. Ich kann fast gar nicht stillhalten. So geht es mir auch. Ich will einfach nur immer mehr bauen und dann noch etwas bauen. Geht's euch allen gut? Ich glaube, ihr müsst euch alle mal ein Weilchen hinlegen. Ist prächtig, Maro. Eines Tages werden wir bestimmt etwas bauen, um unsere Verlangen zu stillen. Ich hoffe nur, dieser Tag kommt lieber früher als später. Und es gibt noch mehr gute Neuigkeiten. Das Glockenläuten hat uns wohl noch ein paar aufstehende Bauer beschert. Mit dem Grünfelder Bauernhof geht es wieder bergauf. Du weißt, was zu tun ist, Sinn. Begrüße unsere Gäste und heiße sie in unserem neuen Zuhause willkommen. Was haben wir denn hier? Das Gottesgewächs auf einem Bauernhof. Wer ist für diese Ketzerei verantwortlich? Das ist immer dieselbe Leier von euch, kann das sein? Wir sind es, wir haben diesen Hof mit allem drum und dran aufgebaut. Wir sind alle Erbauer. Was? Wenn die Kinder Hakons davon wüssten, würden sie eure Gedärme zu Strumpfbändern verarbeiten. Hey, Sinn. Vielleicht kannst du uns nicht auseinanderhalten, da wir alle die gleichen Hüte tragen, aber wir sind die Bauern, die bei den letzten Glockenläuten eingetroffen sind. Sie zum zweiten Mal Leuten zu hören, hat uns darin bestärkt, wir werden auch Erbauer. Wir sind alle in Lugerang geweiht, ihr könnt euch ja gerne in euer eigenes Verderben stürzen, aber wir sind nicht so dumm. Du kannst dir selbst deine Selbstgerechtigkeit sonst wohin stecken, hör auf, um den heißen Brei herumzureden. Ihr werdet einfach Erbauer, okay? Oh, bitte sag, dass du dich uns anschließt. Die Sachen herstellen macht so viel Spaß, wirklich. Lass uns alle Erbauer sein und den Grünfeld bauen und wieder ins Leben rufen. Aha. Ach, seid einer Bauer, sei einer Bauer. Ich hab den Verstand verloren, oder ich? Nur gut, ihr habt mich überzeugt. Wir schließen uns euch an. Wir stammen aus Grünfeld, da können wir auch Grünfeldbauern sein. Zwei weitere Grünfeldbauern ziehen auf euren Grünfeldbauernhof ein. Alles klar. Mir fehlt noch das letzte Ding. Das nervt mich. Hm. Okay, dann erfüllen wir mal das von Pierre. Donnerlütchen.
Sim, du hast es geschafft. Du hast den Grünfeldsumpf getrotzt und die Tomatensamen mitgebracht. Du hast den Ork gefragt, wie man sie anbaut. Kannst du von Glück reden, dass du nicht gefressen wurdest? Naja, immerhin hast du herausgefunden, wie es geht. Du hast sie doch, oder? Wir müssen sie richtig anbauen, damit der Kottergewächs groß und stark wird. Also dann lass sie wachsen. Bäm, abgeschlossen. Buja. Was denn noch eine Aufgabe? Nerv mich jetzt nicht mal. Ich will es eigentlich mal Bauernhof bauen. Du hast alle Körbesamen gefunden, die wir brauchen. Das ist ein wichtiger Schritt in unser Vorhaben, den Gottesgewächs seine alten majestätische Pracht zurückzuverleihen. Wo hast du denn die ganzen Samen gefunden? Sie wurde von einem Geist bewacht. Die müssen ihm viel bedeutet haben, als er noch lebte, wenn er sie sogar dem Tode noch bewacht. Ist wirklich an dich geglauben, wenn er etwas so Wichtiges anvertraut. Also enttäusche ihn nicht. Hege und pflege die Kürbisse so, wie sie es verdient haben. Pastor Öll hat gesagt, dass du sie einfach anbauen lassen sollten. Du musst die Samen nur in gepflügte Erde einpflanzen, sie für die Kohlköpfe und die Weizen gießen. Na los. Was heißt dir, ich gießt? Ihr gießt. Boah, scheiße, ihr macht mich fertig, Mann. Ich will doch mein Zeug machen. Ah, ich sollte mal was essen. Erstmal Mumpf, 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 Mumpf. So. Also gut, erzähl. Du bist in einem Grünfeldsumpf gelaufen, um diese Kürbissamen zu finden sind. Es wäre wirklich eine Schande, sie nicht alle einzupflanzen. Oder anzupflanzen. Hm? Ja, sind es gut daran getan, diese Kürbissamen zu beschaffen. Die Kinder Hagens versuchen seit langem, sie zu finden und zu vernichten. Wenn du sie anpflanzt, sind wir der Verfestigung des Gottesgewächs einen Schritt näher. Deine harte Arbeit wird Gemüse einbringen und Früchte tragen. Du hast den Pastor gehört, Sinn. Lass uns diese Kürbissamen anpflanzen. Ich will sehen, wie sie keimen. Ach so, und der sagt dasselbe mit Diplomaten, stimmt's? Und wenn du willst, die Tomatensamen den anpflanzen, die du so tapfer aus dem Sumpf geholt hast. Entschuldigung. Die Tomaten, meine einzige Schwäche. Ich habe noch nie so etwas wie eine Tomate gesehen, also kann ich bei dir im Anbau nicht weiterhelfen. Ich empfehle all das zu probieren, was du im Grünfeldsumpf erfahren hast. Momentchen mal, Pastor Öll, ich dachte, dass du alles über das Anbauen von Pflanzen und so weißt. Ich fange langsam an zu glauben, dass du gar nicht so allwissend bist, wie du vorgibst. Hast du es dir überhaupt verdient, diese Drakorobe zu tragen? Ja klar, provozieren dann, Alter. Schweig, Sterblicher, wann habe ich jemals etwas Falsches behauptet? Ich habe lediglich angegeben, fast alles zu wissen. Donnerlütchen, hab Gnade, Pastor Öll, bitte, ich hab's nicht so gemeint. Und bin behindert. Was? Also Sinn, der Ork, den du im Sumpf getroffen hast, hat dir beigebracht, wie man Pflanzstäbe benutzt. Ja, dann überlasse ich den Rest mal dir. Stell an diese Pflanzstäbe auf und dann sehen wir, ob das die Tomatensamen nicht zum Keimen bringt. Okay. Was haben wir jetzt eigentlich hier alles an Zeug drin? Ich meine, die haben bestimmt schon einen Haufen Scheiß gemacht. Ha. Ja, verpisst euch. Was für Lutscher. Jetzt würde ich am liebsten. Warte mal, jetzt muss ich was ausprobieren. Wir haben jetzt hier Kreidestein. Klobiger Kreidestein. Genau. Wahrscheinlich ist es komplett sinnlos, wenn der Scheiß dann wieder. Kannst du es abbauen? Verdammt. Komm mal her da. Das weg hier. Warum reißt es eigentlich komplett ab? Ich bin gerade nicht sicher. Weil wenn es nicht hinhaut, ist auch wieder scheiße. Halt, warte mal, die Quelle befüllt es dauerhaft, oder? Das ist die Frage. Jetzt machen wir das mal hier. So. Nee. So. Also so. Bei. Nein, ich muss das eine kaputt machen, so. Wechseln. Aha!
schaut irgendwie doof aus. Keine Ahnung. Machen wir so. Und dann machen wir dann. Zack. Was ist jetzt passiert? Ist weggeschmissen? Ah ne, ich hab's in der Hand. Und dann so. Wo ist das andere? Ach, da unten. Ich hoffe mal, die können jetzt den Garten noch bewässern. Was will Wilfried? Ui, au, Sinn, was rieche ich denn da? Hast du da über eine Eichel gefunden? Wenn du eine Eichel in besonders gesunden Boden pflanzt, dann wächst da später ein gesunder Baum raus. So kann man die Insel auch schön begrünen, nicht? Wenn du mich fragst, dann sind Eicheln fast so toll wie Wurmfutter, wenn es um Aufziehen von Grünzeug geht. Also leg los und füll diesen Hof mit Bäumen. Einfach eine Eichel in den guten Boden, um den Baum anzupflanzen, aber die brauchen ewig, bis sie voll ausgewachsen sind. Wenn du keine Lust auf Warten hast, kannst du auch Dünger verwenden, bevor du deine Eichel einpflanzt. Dann schießt dein Baum sofort in die Höhe. Sinn, Wilfried. Lili? Ach, die Kleine da. Die Kleine aus Kanada. Ich habe mitbekommen, wie du über das Anpflanzen von Bäumen gesprochen hast und wollte nur sagen, dass ich für das eine herrliche Idee halte. Aber wenn wir uns schon die Mühe machen, ein Wäldchen zu pflanzen, dann sollten wir es dann dabei belassen. Ich will auch mit ihnen spielen können. Oh, jo, das ist eine feine Idee. Lassen wir einen tollen großen Baum wachsen und lassen wir dann was dran baumeln, womit die sich spielen lässt. Eine Schaukel? Wow. Ich hab's voll drauf, Mann. Das heißt, wir brauchen auch einen Baum. Hey, Kackmann, geh mal runter. Danke. Was kosten so Baumstämme eigentlich? Horizontaler Stamm. 10 Stück kosten. Die kosten auch 3. Boah. So, jetzt hat 20. Dann brauchen wir noch. Ach scheiße, von dem bräuchte ich gar nicht so viele, ne? Scheiße. Eigentlich bräuchte ich von denen so viele. Okay, zuerst mal, wir müssen erstmal hier das begradigen. Nein, eigentlich müssten wir das hier erstmal begrünen. Von den Scheißdingen können wir bauen. 4. Scheiße. Aber wir müssen mal hier ein bisschen aufräumen, weil das geht gar nicht. Ich weiß, dass wir uns wahrscheinlich Richtung Ende befinden. Weil wir wollen es ja eh begrünen, ne? Da könnten wir ja hier eigentlich alles mal auffüllen. Ja, hier werden wir jetzt beim verdammten Auffüllen zuschauen. Das lassen wir einfach mal. Wobei, wir machen eigentlich bloß die Reihe, hätte ich gesagt. Nein, hör auf, zack. Was haben wir genau? Der steht da oben und schaut mir zu, wie ich basteln will. Oder stinkigen, ekligen Dreck hierher schaufel. Bäh, das ist lila Farbe, also echt. Bäh. So. Sollten wir das so lassen? Ich bin gerade. Genau, das machen wir so. Bestimmt schneller. Wahrscheinlich, vielleicht, kann sein. Ja.
Ist da noch? Jetzt müssen wir erstmal. Also gut, wir haben. Zack, sortieren. Sortieren. Dann nehmen wir doch mal. Wir haben ja so eigentlich alles da, ne? Wir haben Weichholz haben wir da, wir haben Dielenboden haben wir da. Wir müssen auch das Waschsuperzeug vergrößern, sehe ich schon. Damit sich da mehrere auf einmal waschen können. Oh Mann, wir brauchen diese komischen Grasdinger da, genau. Herausnehmen. Wie können wir das neu tun? Verstauen. Treppen brauchen wir momentan auch nicht. Zuckerrohr genauso wenig, die Samen auch nicht. So, jetzt machen wir erstmal. So. Reicht nicht ganz, scheiße. Wir hauen das da auch noch weg. So. Also brauchen wir hier wirklich Dächer, ne? Weil das ist mir jetzt gerade so. Beim letzten Teil hat nämlich niemanden irgendwelche Dächer interessiert. Man konnte zwar glaube ich welche bauen, aber. Schon mal fertig, da du Sack. Warte mal, das machen wir dann, wenn, dann machen wir schon gescheit. So. Wir müssen das Häuschen hier wegreißen. Sehr sorry, Leute, aber wir müssen jetzt mal woanders pennen. Gehen. Hier kommt so die Ladies mit rein. Die pennt ja eh immer irgendwo. So. Warte mal, es sind ja eh wieder nicht genug. Eieieiei. Bettchen, Bettchen. Ich wundere, dass ich keine anderen Betten noch bauen kann. Hier noch. So. Jetzt stecken wir da noch eins mit rein. Nein, nicht da hinsetzen. Nein. Wechsel. Ich will nämlich ein gescheites Haus bauen, wo dann alle in einem größeren Haus pennen. Und nicht hier alle so kreuz und quer durch die Gegend, mit den kleinen Häuschen und dem ganzen Scheiß. Da wächst ein Bursch. Hat er eigentlich auch das Zeug da innen drin grün gemacht? Ja, tatsächlich. So, jetzt kann ich das nämlich hier so weghauen. Weil so geht's auf jeden Fall schneller. Ah, perfekte Größe gebaut, wenn ich es nachher sowieso so abreißen wollte. Kann ich eigentlich stapeln? Also da würde noch eine Zahl hinpassen, das heißt über 1000 auf jeden Fall.
Alter, da kriege ich Pflanzenfasern. Hammer. So. Mach mal einen Job hier, mein Freund. Also gut. Wobei das bei Grün eigentlich Schwachsinn war, ne? Weil ich ja eh dann noch mindestens so eine Lage Ding drauf war. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Wie viel haben wir? 397, das heißt, wir brauchen. Machen wir mal 20 davon. Upsa. Nein, Handy auf. Jetzt. Was ist das eigentlich? Stroh. Braucht keine Sau. So, jetzt machen wir dann hier. Ja, dann mit Heilpflanzen zusammen. Ach so. Schön, schön, schön. Ich hätte dann gesagt, wir machen dann von hier. Bis hier. Bis hier. Boah, fuck, wie bist du hier reingekommen? Weiter drauf. Sack. So, jetzt. So, dann brauchen wir noch. Hä, wo sind die hin? Irgendwie fehlen mir die anderen. Die länglichen, da sind sie. Schönes Holzhäuschen bauen auf jeden Fall. Warum? Weil wir es können. Ich muss immer noch am überlegen, ob ich das mit dem Boden so mache. Nee, eigentlich müsste ich hier dann so eins hinsetzen. Wäre ich halt hier so lang? Nee. So. Und dann mit dem hier. Halt, nein! Hörst du auch? Nein, das ist auch nicht. Hä? So ein Scheiß. Geil, wenn es dann so aufeinander trifft, dann verkeilt es so. Ja, ich weiß noch nicht, wo die Tür. Was zur Hölle macht hier? Der Wurm schläft da drin und die kacken sich einen aus, Alter. Müssten wir dann halt auch 1, 2, 4 hier einen Raum machen. Mit einer Tür. Ja, das war auch gut. Das könnte man ja eigentlich hier machen. Zack, und
Zack, zack. Scheiße. So. Aber ich glaube, das machen wir eher weiter drüben. Weil dann könnten wir hier nämlich 2, 3, 4. Ja, dann wäre das bloß Dreierraum, ne? Na scheiße, ist alles um eins zu wenig. Ich hätte es vorher vielleicht besser planen sollen. Oder ich mache hier so. Genau. Zack, 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 zack. Oh, das geht schon wieder zu lang. Also ich baue jetzt hier mal weiter. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge, wenn ich dann einigermaßen was gemacht habe. Macht's gut und Servus.